Für die visuelle Ganzkörperuntersuchung ist der Patient im Allgemeinen bis auf die Unterhose vollständig entkleidet. Um eine angenehme Untersuchungssituation zu schaffen, zieht der Patient die Unterhose erst für die Untersuchung der Genitoanalregion aus oder herunter. Wir untersuchen bei guten Lichtverhältnissen die gesamte Haut, die Hautanhangsgebilde, Haare und Nägel sowie alle einsehbaren angrenzenden Schleimhäute. Dabei ist es sinnvoll, routinemäßig immer in derselben Abfolge vorzugehen, um keine Lokalisation zu vergessen. Hautkrebs kann auch in Körperregionen entstehen, die nicht der Sonne ausgesetzt sind. Jeder Untersucher wird sich im Laufe der Zeit sein eigenes individuelles Vorgehen aneignen. Wir beginnen im Gesicht bei geschlossenen Augen. Untersuchen die Stirn und die Oberlider durch leichten Zug an den Augenbrauen, um die Lider vollständig zu entfalten. Danach schließt sich die systematische Inspektion der übrigen Gesichtshaut an. Die Ohren werden inklusive der Helices und der äußeren Gehörgänge untersucht. Wichtig ist auch der Blick hinter die Ohren. Im Anschluss wird die behaarte Kopfhaut durch Scheiteln der Haare mit den Fingern oder einem Holzspatel vollständig inspiziert. Die Frage, ob dem Friseur Veränderungen auffielen, ergänzt die eigene Untersuchung. Die Mundhöhle wird mit Hilfe eines Holzspatels und ebenfalls guter Beleuchtung untersucht. Lippen, Wangen, Schleimhaut, Zahnfleisch und Zunge sollten komplett angesehen werden. Gegebenenfalls sollte der Patient gebeten werden, seine Prothese für diesen Untersuchungsschritt zu entfernen. Nun folgt die systematische Untersuchung der oberen Extremitäten und des Oberkörpers. Bei der Begutachtung der Hände werden Fingerzwischenräume und Nägel mit angeschaut. Oberarminnenseiten und Axillen sind durch Anheben der Arme gut einsehbar. Bei Frauen ist es hilfreich, nach der Untersuchung des vorderen Oberkörpers die Patientin zu bitten, ihre Brüste selbst anzuheben, um die Submammärregion vollständig zu begutachten. Die Beine können am stehenden oder liegenden Patienten untersucht werden und sollten auch hier systematisch von allen Seiten betrachtet werden. Im Anschluss an die Untersuchung des Rückens und der dorsalen Ober- und Unterschenkel erfolgt die Inspektion der Glutealregion. Hier bitten wir die Patienten, ihre Unterhose herunterzuziehen, sich leicht vorzubeugen und die Gesäßhälften selbst auseinanderzuziehen. So ist die Rima Ani gut einsehbar. Mons Pubis und äußeres Genitale wird bei der gründlichen Untersuchung der Frau besser im Liegen begutachtet. Männer bitten wir, im Stehen zunächst ihre Hoden anzuheben und zur Seite zu halten, um neben der vollständigen Skrotalregion auch Einsicht in die Leisten zu erhalten. Anschließend wird der Patient gebeten, die Vorhaut zurückzustreifen, um die Glanzpenis zu untersuchen. Zum Abschluss werden die Füße inklusive der Zehenzwischenräume und Nägel begutachtet. Bei auffälligen oder unklaren Befunden kann gegebenenfalls der Einsatz einer Lupenlampe oder eines Auflichtmikroskops hilfreich sein.